Wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Alien Isolation. Und wir haben es endlich geschafft, in diesen scheiß Aufzug reinzukommen. Und, uiuiui, ich verstecke mich mal lieber. Ich muss jetzt mal kurz schauen, wo wir als nächstes hin müssen. Okay, wir sind jetzt hier oben angekommen. Okay, wir müssen flüchten. Da oben. Am besten gehen wir hier den Weg geradeaus. Und dann müssen wir hier rechts, dann hier durch. Okay. Okay. Können wir hier speichern irgendwo? Nicht wirklich. Ich will irgendwo speichern können. Also mir wird vorgeschlagen. Gab es hier eine Speichereinheit? Scheiße, das sind noch Androiden. Ach, verdammt. Also als allererstes. Gönne ich mir erstmal eine schöne Spritze. Ja, dann macht das Ganze auch viel mehr Spaß. Wo sind wir? Ich weiß noch, wo wir sind. Hier haben wir angefangen, genau. Hat mich der Androide gesehen? Lass mal auf die Karte gucken. Oh, wir sind ja eigentlich fast da, nur noch da links. Gut, dann ist ja eigentlich relativ easy, ne? Hat sich das für mich nach einem Alien angehört? Komm schon, hier muss doch irgendwo zum Speichern gehen, Mann. Das kann doch nicht sein. Ich will hier rein. Speichern! Hier! Los! Yes! Das ist ein ganz schönes Stück gewesen bis hierher. Komm schon. Gespeichert. Sehr schön. Okay. Wir sind inzwischen hier oben angekommen. Lass mal schnell auf der Karte gucken. Wieso zeigt der mir jetzt was anderes an? Wir müssen runter vielleicht. Das kann gut sein. Müssen wir eigentlich alles wieder zurück, was wir gekommen sind? Ein Android. Scheiße. Okay. Doch, das ist da, das ist hier. Bei der Rezeption am Anfang. Der hat uns gesehen. Nee, der hat uns nicht gesehen. Sehr schön. Sehen die uns im Dunkeln? Wir hoffen, sie werden sich uns auf dieser Reise anschließen. Die sind ja feindlich, ne? Am Anfang waren die ja noch relativ lieb gewesen. Freunde der Nacht! Hey, von wo kam der denn jetzt? Müssen wir also ernsthaft aufpassen? Ob da nicht das Alien an der Decke rumläuft oder was? Oder kam das aus einem Lüftungsrohr, ne? Hey, hab ich mich jetzt erschreckt. Von wo kam denn das Mistvieh? Ja, ganz ruhig. Was machen Sie hier? Okay. Scheiße, hat mich das Vieh erschreckt. Wir dürfen also... das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Lass mich ruhen. Lass mich in Ruhe. Verdammt. Karte? Oh, das ist ja noch ein ganz schön weites Stück. Ey, von wo kam denn das? Oh, waren das ja hoffentlich die letzten Androiden. Okay, wir sind an der Rezeption angekommen. Und jetzt? Gucken. Wieder mit dem Aufzug. Oh, zum Glück ist der oben. Okay. Ah, das war ganz am Anfang, wo es so knapp... Ey, hat mich das Scheißvieh erschreckt. Das ist doch nicht mehr normal gewesen. Von wo kam denn das? Scheiße, hey, Bastard. Dem gebe ich noch eine. Kannst du davon ausgehen. Okay. Oh, das Geräusch kenne ich nur zu gut. Nehmen Sie den Transit zum Turm. Okay, irgendein Turm. Wo ist denn das? Runter und dann rechts. Transit zum Turm, hier. Oh, das Ding ist wahrscheinlich sogar noch deaktiviert. Wollen wir... Das Alien ist hier im Raum, oder? Ich will speichern. Ist das nicht hier die Stelle, wo wir es das allererste Mal gesehen haben? Schon, gell? Ja. Ey, ich muss jetzt aufpassen. Die Musik verheißt nichts.
Oh, ich dachte schon, du Bastard, man regelt den mal mit. Ich muss mich an Medikit basteln. Nein, lass doch mal. So. Och Mann, wieso geht denn das? Oh nein. Wir haben nicht mehr die Teile dazu. Doch? Komm, noch eins. Egal, eins reicht erstmal. Ich habe Angst, dass das Vieh kommt. Ich höre doch hier Schritte. Von so einem Ding ist das gekommen. Nein. Mir geht die Pumpe gerade. Oh mein Gott. Ich glaube, wenn wir zu langsam sind, dann kommt das scheiß Vieh auch noch. Mach auf. Wir sind ja eigentlich da jetzt, oder? Ich muss mir noch ein Medikit basteln. Aus den scheiß Löchern da kann das kommen. Welches Transit brauchen wir? Das zum Turm. Das ist jetzt gerade hier auf der rechten Seite. Das hier. Mann! Oh. Hab ich gedrückt wenigstens. Oh. Heilige Scheiße. Schnell mal ein bisschen basteln hier. Ey, wir haben es geschafft. Ey, denkst du aber auch alle 10, 20 Meter, dass das Scheißvieh von hinten kommt? Mann, Mann, Mann. Also, Medikit basteln, so. Wir haben keine Teile mehr. Scheiße. Ist das ein Android? Nee. Endlich mal wieder Mensch. Ripley? Ist das Ripley? Die ist verwundet, scheiße. Okay, Holen Sie sich aus, Taylor. Wie geht es ihr? Sie muss versorgt werden. Die Krankenstation ist in der Nähe, aber ich wollte sie nicht alleine lassen. Ich werde nachsehen. Mal sehen, was sich finden lässt. Sie bleiben bei ihr. Ich werde versuchen, den Funkverstärker zu reparieren. Was, wenn diese Kreatur kommt? Verstecken. Unbefugter Sicherheits- Die kommt doch gerade von da. Transitsystem auf Anweisung Apollos abgeschaltet. Nicht gut. Was? Was soll denn der Scheiß? Geh mal Karte, wo müssen wir hin? Gehen Sie zur Krankenstation. Wir haben keine Zeit zu verlieren, Ripley. Ja, kein Stress. Ich mach's ja, aber... Ich weiß gerade nicht, wo lang, Chef. Ah, hier. Leute, was wir brauchen, ist ein fetter Flammenwerfer. Ich glaube, wenn wir zu lange unter dem Ding bleiben, kommt das Vieh raus. Hier kommen wir nicht rein, gell? Mann, ich brauche ein paar Utensilien noch für Medikits. Ich brauche einen Arzt. Hallo? Ich brauche... Ich kann nicht verstehen. Moment. Da, warte mal, Bindemittel schon. Kommen Sie hoch, ich habe den Fahrstuhl für Sie aufgemacht. Danke, los, rein hier. Ey, bei Fahrstuhlen habe ich immer Angst, dass da noch irgendwas in den letzten Sekunden noch hier reinkommt. Mann. Finden Sie einen Weg in die San Cristobal Krankenstation? Ja, das ist ja gerade dann hier. Vergessen Sie die Tür. Maßnahmen haben alles abgeriegelt. Nutzen Sie den Lüftungsschacht. Oh, ganz geil. In den Lüftungsschacht rein, ne? Ja, ist okay. Ich will mich noch schnell umsehen, ob ich hier noch irgendwas finde, was ich gebrauchen kann. Tür ist verriegelt, hat er ja gesagt.
Nee, hier ist nichts. Was ist denn das für ein Geräusch die ganze Zeit? Was sagt der Bewegungsmelder? Nö, ist nichts hier. Ja, easy. Ey, wie immer, das Vieh ist hier drin. Schlüsselkarte. Es lief schon mal besser bei uns. Ja. Das ist doch sicher wieder ein Android, wo da redet, nicht? Ah nein, der Typ. Coleman. Ripley, ich brauche einen Arzt. Ich bin Arzt. Meine Freundin braucht Hilfe. Medizinische Vorräte. Ich auch. Auf dieser Ebene gibt es kein Sanitätsgut. Aber es sind reichliche in der Arzneiausgabe unten. Und wie kommen wir dahin? Wir? Sehe ich so aus, als wäre ich dazu in der Lage. Ich brauche Ihre Hilfe und Sie brauchen meine. Finden Sie zuerst den Zugangscode für den Wartungslift und dann komme ich mit Ihnen nach unten auf die Krankenstation. Zugangscode? Ja, ich kann Ihnen Anweisungen von hier aus geben. Molly oder Lingard müssten den neuen Zugangscode gehabt haben. Mollys Büro ist am wahrscheinlichsten. Okay, finden Sie Mollys Büro? Er könnte mir ja mal sagen, wo das ist, weißt du? Das ist auch so ein Spezialist. Also hier runter, da rein irgendwie, okay. Na los, also arbeiten wir am besten zusammen, oder? Beiderseitiger Vorteil. Gehen Sie weiter. Dieser Bereich war für unsere instabilen Patienten, die mit der Anpassung an den Weltraum Probleme hatten. Sagen Sie mir einfach, wo tragische Fälle. Sind. Keine Sorge, die sind längst verschwunden. Wirklich nicht, wenn man... Nein, nein, das ist der falsche Weg. Verstanden. Als ich heute die Arzneiausgabe benutzen wollte, wurde mir der Zugriff verwehrt. Wie soll ich bitte meine Arbeit machen, wenn Sie und Lingard meine Zugangsprivilegien widerrufen? Einige meiner Patienten werden ohne Medizin rückfällig werden. Besonders angesichts der heiklen Lage auf der Station. Tragische Fälle, wirklich. So weit weg vom Kosmos der Erde. Von Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Da hängt der Geist dazu an. Ganz genau. Diesen Korridor entlang. Ich habe kein Problem. Die Tür ist verschlossen. Ende. Eine von denen hier? Ah ja, hier kommen wir rein. Gut. Sie sind da. Das ist Mollys Büro. Der okay. Zugangscode müsste irgendwo hier sein. Also schauen wir uns mal ein bisschen um. Und wenigstens hat das Ding hier. Hat sie keinen Lüftungsschacht hier drin, ne? Überall diese scheiß Spinte zum Verstecken, ey. Das macht mir halt immer Schiss. Wahrscheinlich auf dem Computer, oder? Lass mal gucken. Nee. Haben Sie den Zugangscode gefunden? Nein. Jetzt brauchen wir noch die Schlüsselkarte. Molly trug immer eine bei sich. Ah, hab ich den gefunden? Finden Sie ihn. Freigeben. Ah, hier doch, der Zugangscode. Quarantäneverletzung in der Krankenstation registriert. Warnung. Keine Sorge. 1702. Ich brauche schnell einen Stift. 1702. Sonst habe ich da ein Problem. Später. So. 1703 war es gewesen, ne? Ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Scheiße. Okay, also, was hat er gesagt? Irgendein. Ich glaube, das Alien ist hier, oder? Finden Sie Dr. Morley's Schlüsselkarte. Okay, wo ist denn die? Zeig mal her.
Kann ich wieder noch ein Medikit bauen? Geht das wenigstens? Nee, geht immer noch nicht. Wo muss ich dafür hin? Hier. Also raus und dann links. Wieso habe ich das Gefühl? Dass wir nicht allein sind. Scheiße. Ich muss kurz runterkommen, okay? Scheiße, was machen wir denn jetzt? Hat der das da reingelassen? Ich höre die Schritte, weißt du, wie krass. Wo ist denn das hin? Verdammt. Ich sehe ja fast nichts. Wo müssen wir hin? Oh, wir müssen eigentlich gerade da links rein. Das ist 100 pro hier am Laufen. Scheiße. Ich trau mich nicht, da hochzugehen, sorry. Was mache ich denn jetzt am besten? Also, ich soll ja am besten kriechen, ne? Habt ihr mir gesagt. Weniger da wegrennen. Und mehr kriechen. Steht doch da, oder? Nein! Runter! Geh doch hier drunter. Oh, war das knapp gewesen. Ah, ich habe den Bewegungsmelder. Wie zum Teufel? Wie komme ich denn da hoch? Das läuft doch hier die ganze Zeit rum. Wo ist das? Oh, das ist so. Nein. 1702. 1702. Oh, Scheiße. Was? Das ist jetzt aber nicht.
Karte gucken. Karte gucken. Wir müssen nach links. Okay. Also müssen. Das kann hier nicht rein, oder? Ist das hier? Mann, wo ist denn diese blöde Schlüsselkarte? Die liegt hier irgendwo. Was soll denn das bedeuten? Warum leuchten... Molly. Was? Untersuchen Sie die Räume auf Dr. Mollys Rundgang? Ist mir doch scheißegal, was die für einen Rundgang gemacht haben. Ich brauche die Schlüsselkarte. Das ist nicht hier drin. Nie im Leben. Ey, die Schritte, ich schwör. Scheiße. Ich muss gar nicht hier hin. Ich brauch doch die Zugangskarte. Ist die nicht mehr hier? Das Vieh ist hier drin. Oh mein Gott! Mann, ich hab doch die blöde... Nein! Was mache ich? Wir sind tot. Wir sind tot. Meine Fresse! Ich Depp, schlag aber auch da gegen diese scheiß Wand. Ach, Leute. Mich ignoriert, Molly. Tragische Fälle, wirklich. So weit weg vom Rhythmus der Erde. Vom Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Da fängt der Geist an zu wandern. Tragische Fälle, aber Molly hat zu viel Zeit in denen verschwendet. Die hätten hierher kommen. Niemand hätte je sicher. Dieser Ort war so vielversprechend als ich. Ganz genau. Diesen Korridor entlang. Ich werde es nicht zulassen, dass das Wohlbefinden der Patienten gefährdet wird. Dies ist eine offizielle Warnung. Und damit das klar ist, ich habe kein Problem. Coolman, Ende. Mann, ist das ein Druck. Was habe ich denn? Aha, ist ja gut, okay. Leute, ich glaube, oh, wie viel ist denn die Zeit? Ich glaube, ich muss doch langsam an der Stelle. Das ist Mollys Büro. Der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. Ist das derselbe wenigstens? Dann weiß ich das. Ich glaube, ich werde jetzt trotzdem an der Stelle den Part beenden. Wir sind auch schon bei 24 Minuten, 23 Minuten angekommen. Ja, der Code ist derselbe. Okay, ich hoffe, euch hat der Part trotzdem gefallen. Auch wenn er jetzt... Nö, der war ja nicht kürzer, das ist eigentlich normale Länge. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein positives Feedback von euch freuen. Und ansonsten würde ich sagen, Leute... So, Ruhe. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, habt einen schönen Abend. Bis zum nächsten Abend, morgen, zum nächsten Part. Und haltet die Ohren steif. Ciao.